Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Sutality, Ihr Markt für Lebensmittel im Ländle. Neue Woche, neue Folge. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Ländle-Sport, präsentiert von Sutality hier auf Ländle TV. Sie können sich's jetzt ganz gemütlich machen, denn bei uns wird's heute ein bisschen kalt und eisig. Wir haben Eishockey für Sie im Programm, die Alps Hockey League mit der VU Feldkirch und dem ERC Lustenau. Und dann wechseln wir das Gebiet ins Skialpin, denn zu uns ins Studio geschalten ist nachher ÖSV-Skirennläufer Christian Hirschbühl, der Lauteracher, der Lech Zürs für sich entscheiden konnte. Das heißt, es wird spannend, dranbleiben lohnt sich. Jetzt geht's los. Starten wir rein in diese Folge, und wenn man sich momentan die Alps Hockey League anschaut und vielleicht auch ein bisschen beobachtet, dann merkt man, ein Team, das kommt so langsam aber sicher in der Liga an, die Rede ist von der VU Feldkirch. Die Mannschaft von Trainer Michael Lampert, die hatte anfangs sehr, sehr viele Schwierigkeiten, aber nach und nach können die wirklich für Überraschungen sorgen, wie zuletzt beim Ländle-Derby gegen den ERC Lustenau. Jetzt am Wochenende, da waren die Jungbullen von Red Bull Salzburg zu Gast in der Vorarlberghalle. Und da wollte man diese Serie, die man ja momentan so ein bisschen hat, weiter ausbauen. Die VU Feldkirch, die hat momentan einen Lauf. Nach den erfolgreichen Ländle-Derbys geht es jetzt gegen diese Herren in Weiß, die Jungbullen von Red Bull Salzburg. Kurzer Schmäh mit den Referees, letztes Abklatschen und dann kann es auch schon losgehen in der Vorarlberghalle. Die VU in Schwarz von rechts nach links will gleich zu Beginn Tempo machen und den Gegner unter Druck setzen. Und das klappt auch sehr gut. Die Feldkircher immer wieder mit Nadelstichen in der Offensive, auch wenn diese Doppelchance nicht den Weg ins Gehäuse findet. Doch auch die Salzburger wissen, wo das Tor steht, scheitern aber am starken Keeper der Hausherren, Alex Kaffi. Dann diese Szene. Bredan muss nach einem Stockschlag auf die Strafbank, die VU jetzt mit einer Powerplay-Situation, die Feldkircher stark nutzen, denn dieser Spielzug wird von Stanley eiskalt verwertet. Die VU, die führt in eigener Halle. Die Salzburger machen jetzt mehr Druck, wollen den Ausgleich erzwingen, doch Kaffi im VU-Kasten, der behält die weiße Weste. Auch in dieser Situation Druckphase, der Salzburger Parade-Kaffi. Und Bolterle schnappt sich noch einmal schnell seinen Gegenspieler und der hat körperbetonten Redebedarf, die Referees als Schlichter dazwischen. Wir springen ins zweite Drittel und es entwickelt sich ein wirklicher Schlagabtausch in der Halle. Die Salzburger, die scheitern an Kaffi und auf der anderen Seite, da ist es heute wie verflucht. Der Puck, der will einfach nicht den Weg ins Tor finden. Und die VU dann auch noch im großen Glück, denn bei diesem Spielzug verhindert nur die Stange den Ausgleich. Der fällt dann allerdings im Schlussdrittel. Die Salzburger machen vor dem VU-Kasten mächtig Druck. Feldkirch kann sich nicht befreien und Harnisch mit dem Ausgleich zum 1:1. Doch die VU hat hier Chancen, möchte hier wieder in Führung gehen, scheitern jedoch am Bullenkeeper. Die Führung fällt dann wenig später, aber auf der anderen Seite der Querpass vor den Kasten sitzt perfekt und Bredan schießt die Salzburger damit in Richtung Siegerstraße. Doch Schluss ist hier noch nicht, denn die VU, die kann das Spiel schnell machen, so wie hier Drasta Senkovs 2:2, alles wieder offen in der Montfortstadt.
Und die Overtime, die bleibt torlos und deswegen Shootout, Stanley am Puck, doch da spielen zunächst die Nerven nicht mit. Doch auch auf der anderen Seite zeigt Kaffee sein Können im Tor, weiterhin offen. Wer dann die Nerven hat, das ist Burnstill im VEU-Dress, verlädt clever den Keeper. Doch auch sein Gegenüber behält hier den kühlen Kopf, es kommt zur Entscheidung. Ja, und bei dieser, da versagen der VEU dann etwas die Nerven. Der Salzburg-Keeper reißt die Hand hoch und sichert damit den Jungbullen-Shootout-Sieg. Die VEU wird dieses Mal trotz starkem Kampf nicht belohnt. Ja, ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht, ein gutes Tempo und zum Ende like, ein guter Kampf zurück. Und ja, die Ende, Penalty-Schutz, ja, 50-50. Und ja, aber ein guter ein Punkt für uns. Erst im Shootout ist also für die VEU Feldkirch Schluss, aber ein Spiel, das auf jeden Fall Selbstvertrauen gibt. Selbstvertrauen, was sich zum Beispiel der ERC Lustenau erst wieder erarbeiten muss, denn nach der unglücklichen Derby-Niederlage gegen die VEU Feldkirch, wo es die Überraschung in der Vorarlberghalle gab, war das Wichtigste für das Team von Trainer Mike Flanagan jetzt im Heimspiel gegen die Steel Wings Linz zu glänzen. Der ERC Lustenau möchte nach der Derby-Niederlage gegen die VEU Feldkirch ein anderes Gesicht zeigen. Zu Gast in der Rheinhalle sind die Steel Wings aus Linz in den weißen Dressen. Wir springen ins Spiel und die Lustenau möchten natürlich gleich den Weg zum Tor finden. Und nach nicht mal 3 Minuten gelingt das auch, denn nach diesem Fehler in der Linzer Defensive trifft Giftopoulos zur frühen Führung 1:0 für den ERC. Wer jetzt mit einem Sturmlauf gerechnet hat, der wurde enttäuscht. Einige Sekunden später schlägt es nämlich gegenüber ein. Stewart mit dem Ausgleich. Im Anschluss entwickelt sich ein sehr zerfahrenes Spiel. Beide Mannschaften ohne den nötigen Mut nach vorne, wenig Spielideen. Und so geht es gerecht mit 1:1 ins zweite Drittel. Und in diesem erstmal ein Schock für den EHC, denn dieser Puck von Wilding ist im Tor. Rückstand in eigener Halle für die Lustenauer Eislöwen. Die Chancen für beide Mannschaften werden jetzt mehr. Erst scheitert der EHC, dann scheitern in der nächsten Szene die Steel Wings. Im Anschluss ein bisschen Meinungsverschiedenheiten. Ganz normales Eishockey also. Und dann ist auch klar, ins letzte Drittel, da geht's mit einem EHC-Rückstand. Rein ins Schlussdrittel, da ist mächtig Betrieb an der Bande. Der EHC kann sich allerdings daraus lösen und Giftopoulos mit dem wohlverdienten Ausgleichstreffer. Es heißt 2:2. Und der beflügelt die Eislöwen jetzt. Einige Augenblicke später fängt der EHC den Puck gut ab. Robin Wüstner mit einem fulminanten Solo und Lukas Haberl, der staubt ab. Der EHC dreht wieder eine Partie in eigener Halle. Und die haben immer noch nicht genug, knapp über 50 Minuten gespielt. Die Lustenauer suchen die Lücke in der Linzer Defensive und einer findet sie dann. Und der heißt Remi Giftopoulos. 4:2 der neue Spielstand. Und den Schlusspunkt dieser Begegnung setzen die Lustenauer dann in Minute 53. Wieder ist es ein abgefangener Puck. Giftopoulos, der hat das Auge für Redina und der zum 5:2 Endstand. Am Schluss ist es dann auch klar, der EHC dreht also wieder eine Partie dank Man of the Match Remi Giftopoulos. Doch einfach war dieser Sieg nicht.
Das weiß auch Albert Krammer am Mikrofon. Absolut, wir haben eine super Mannschaft. Wir sind ein bisschen langsam rausgekommen, die haben uns, ich würde es nicht sagen überrascht, aber wir haben halt nicht unsere 100% gegeben. Und dann haben wir zum Schluss aber einen Weg gefunden, wie wir sie besiegen. Der Ing hat sich schnell in der dritten Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Kurz darauf hat man dann den Ausgleichstreffer erhalten. Hat das die Mannschaft ein wenig aus dem Konzept gebracht? Nein, Konzept nicht. Wir haben halt einfach weitergespielt. Wir haben gewusst, dass es nicht einfach wird heute. Dass es auf Augenhöhe wird, ja, das war zu erwarten. Das ist eine gute Mannschaft. Ja, wenn das Team um Trainer Mike Flanagan eines kann, dann ist es Spiele zu drehen für den ERC. Also wieder ein Heimsieg in der Rheinhalle. Unser nächster Gast, der kennt sich tatsächlich ab sofort auch mit Heimsiegen aus. Die Rede ist von Christian Hirschbühl. Vor einigen Wochen, da war Weltcuprennen in Lechzürst, der Parallelslalom und ein fulminanter Sieg des Lauterachers. Er ist jetzt nachher gleich zu uns ins Studio geschalten. Wir machen eine ganz, ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder da. Dranbleiben lohnt sich. Bis gleich. Weil wir besondere sind. Weil Ihre Sicherheit etwas ganz Persönliches bedeutet, schaffen wir einen Ort, wo sich Erfahrung und Innovation treffen. Die Wälder Versicherung ist seit 1798 für alle Hüsli-Bauern da. Alle Entscheidungen werden bei uns Zahnspur getroffen und wir reden die gleiche Sprache wie alle unsere Kunden. Uns ist es wichtig, dass wir zusammen mit unseren Kunden Lösungen mit Hausverstand und Handschlagqualität treffen. Für das steht da jeder Einzelne bei uns im Team. Ich bin die Lisa Hämmerle und als Kunstturnerin bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio dabei. Weil mir die Wälderwerte wichtig sind, bin auch ich Kundin bei der Wälderversicherung. Und das, obwohl ich aus Luschnau bin. Deshalb ist auch dein Haus und deine Wohnung wo die älteste Versicherung im Ländle mit über 223 Jahren Erfahrung in bester Hand. Wälderversicherung, wo das Beste der Vergangenheit Gewissheit für die Zukunft bringt. Wälder. Versicherung seit 1798. Have yourself a merry little Christmas. Let Opa, das Packerl ist ein bisschen klein. From now on our troubles will be out of sight. So have yourselves a merry little Christmas now. Lasst uns einander noch näher sein. Die Magenta 5G-Bescherung. 5G für alle. Jetzt in allen Magenta-Smartphone-Tarifen. Mit dem Samsung A52 S5G um 0 Euro. Das ist um Magenta besser. Enjoy Bregenz. Figur- und Muskeltraining. Gesundheit und Spaß. Bei Enjoy Bregenz steht der Mensch im Mittelpunkt. Unsere hochqualifizierten Mitarbeiter sind Experten im Bereich Gesundheit und Fitness für alle Altersgruppen. Wir helfen dir, deine Wünsche und Visionen zu erfüllen, damit du dein Leben genießen kannst. Trainieren kannst du überall. Deine Ziele erreichst du mit Enjoy. Ja, da sind wir wieder und zu mir ins Studio ist jetzt einer geschaltet, der seinen ersten Weltcupsieg aufgehoben hat fürs Heimrennen in Lechzürs. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat und jetzt bei uns ist. Herzlich willkommen, Christian Hirschbühl. Danke für die Einladung. Christian, natürlich die erste Frage. Hast du es jetzt schon verdauen können, was da in Lechzürs beim Weltcup passiert ist? Boah, ich glaube nicht wirklich. Es ist momentan natürlich die letzten zwei Wochen sind ziemlich schnell vergangen.
weil natürlich nach Lech schon wieder der Fokus am kommenden Wochenende liegt mit dem Slalom. Aber ich kann mich an den Moment erinnern, wo ich am Montag zu Hause war, beziehungsweise, sage ich mal, die Nacht war, ja, ich würde sagen, ich habe schon besser geschlafen, weil natürlich sehr viele Eindrücke waren vom Sonntag. Aber ich war natürlich am Montag, habe mir das wirklich einmal selber für mich in Ruhe angeschaut, was ich da eigentlich gemacht habe. Und ja, es war ganz ein komisches Gefühl. Ich habe mehr oder weniger ja, das Video angeschaut und habe, ja, ich bin selber nervös geworden, beziehungsweise war wirklich angespannt während dem Zuschauen. Und ich habe eigentlich den Ausgang gewusst, war ja meine Person mehr oder weniger. Und ja, da habe ich schon gemerkt, was eigentlich da an Emotionen und was da dahinter war. Und auf jeden Fall ja, cool zum Zuschauen, sagen wir mal so. Ja, ich selber war auch unten im Zielhang und ich kann dir sagen, nicht nur beim Anschauen warst du nervös, sondern wirklich mehrere tausend Menschen da unten. Ich habe ja danach auch mit Marc Girardelli dieses Rennen analysiert und er hat in Bezug auf das Duell mit Henrik Christoffersen gesagt, der Christian, der hatte eine Chance in seinem Leben und die hat er genutzt. Große Worte, wie siehst du das? Also erst einmal vorab, cool, dass der Marc, beziehungsweise ja, und eigentlich einer der Größten im Vorarlberg vom Skisport her, oder ich würde sagen der Größte, ja, solche Worte in den Mund nimmt. Von dem her bin ich mal ein bisschen geschmeichelt, aber es ist dennoch, war es für mich auch eine sehr spezielle Situation gegen Henrik. Ich habe gewusst, im ersten Durchgang, ich war schon 0,5 hinten, also das Maximum. Und da haben wir wirklich gedacht, puh, das ist wirklich am Brocken. Aber ja, das Gute an dem Tag war einfach, ich habe keine Erwartung gehabt. Ich habe mehr oder weniger die Chance mir offen gelassen. Und ich habe noch die Worte vom Physiotherapeut, das kann ich mir noch gut erinnern, wie er beim Rerun zu mir gesagt hat, hey, jetzt kommt der Rote, mehr oder weniger. Und es ist möglich. Und ich habe mir wirklich die Chance bis zum Schluss offen gelassen. Und schlussendlich nach der Zieldurchfahrt, wo ich da nachher sehe, dass ich mehr oder weniger für die nächste Runde qualifiziert bin, war sehr speziell und im Nachhinein gesehen sicher ein schöner Moment. Ja, nicht nur mit der nächsten Runde hat es dann geklappt, sondern nachher rot-weiß-rotes Finalduell quasi, wo du auch die Nasenspitze vorn hattest. Wie ist es? Da fährt man durchs Ziel und realisiert, man hat das Heimrennen gewonnen. Was passiert da? Ja, wenn ich das ganze Revue passieren lasse, ist eigentlich wirklich abstrakt. Ich habe im Finale noch im ersten Lauf gewusst, der Raschner wird wahrscheinlich auf Rot schneller sein. Und es ist wirklich so eklatant, dass du als Läufer den nebenbei siehst, wenn der wirklich schneller ist, wie du noch merkst es. Und schlussendlich noch habe ich gewusst, boah, ich habe schon fast ein bisschen resigniert, muss ich sagen, wenn ich mich selber gesehen habe, abschwingen nach dem ersten Lauf. Aber schlussendlich habe ich mir wieder gedacht, hey, gegen Henrik waren es auch 0,5, es ist möglich. Und ja, dass es nachher wirklich klappt und ich den Domino mehr oder weniger geschnappt habe. Und ich kann mich noch gut erinnern, durch die Zieldurchfahrt und ich schaue da links auf den Screen und sehe meinen Namen. Und das ja, ist ein Moment, wo ich ja, das erste Mal erlebt habe, sagen wir mal so, Weltcup-Sieg. Und ja, da ist schon, also ich habe ja selber gesehen, ich habe da ja mal so einen Schrei rausgelassen. Ich glaube, da fällt einmal wirklich Druck weg und man hat da wirklich, also ich habe da selber die pure Emotion gespürt und ist auf jeden Fall war das ja, eine große Genugtuung. Jetzt haben wir viel über auch Einstellungen und geredet und du hast auch gesagt, du bist dann nicht mit großen Erwartungen nach Lech gefahren. Bereitet man sich auf so einen Heimrennen anders vor, beziehungsweise steht man vielleicht auch anders im Starthaus? Na, also bei mir war es wirklich nicht so. Ich habe, wenn man das so sagen darf, ich wirklich 3 Wochen vor dem Event habe ich mal einen blöden Moment im Training gehabt, im Slalom, und habe mir da dieses Knie beleidigt und habe nach einer Diagnose in Innsbruck nachher müssen wirklich einmal 10 bis mindestens 12 Tage kein Skitraining und bin dann wirklich erst die Woche vor Lech wieder auf Schnee. Und habe mich da anfänglich nicht ganz so gut gefühlt, habe aber schlussendlich noch bin gut behandelt worden, sagen wir so, von unseren Therapeuten. Und erst ab Donnerstag vor dem Rennen habe ich noch gewusst, okay, das ich kann fahren. Und ich war im Training eigentlich nie wirklich der Schnellste, beziehungsweise ich war eigentlich immer hinten meiner Teamkollegen. Ich meine, da reden wir immer von 2-3 Zehntel. Das ist einfach, ja, ich sage mal, für
normal, für die nicht wirklich greifbar, weil 2/10 sehr wenig sind, aber ich habe mehr oder weniger gewusst um meine Stärken und ich war eigentlich, ja, ich glaube, das war schlussendlich noch der Grund, warum das Ganze so gut verlaufen ist, weil ich einfach null Erwartung gehabt habe und habe mir mehr oder weniger einfach geschaut, ja, jetzt schauen wir mal, ob ich überhaupt die Qualifikation schaffe. Und da habe ich wirklich auch gezittert bis zum Schluss. Und ja, ich habe dann auch eigentlich mehr oder weniger gleich die Kaliber anfänglich bekommen mit dem Kran jetzt zum Beispiel. Der war ja Zweiter in der Qualifikation und da habe ich schon gewusst, das ist ein großer Brocken. Und ich sage mal, nach dem Rerun, beziehungsweise wo ich die erste Runde überstanden habe, da habe ich ja gemerkt, es könnte was möglich sein, aber ich sage mal, Garantie bekommt man nie. Aber es war schlussendlich keine andere Vorbereitung wie sonst auf ein Rennen. Also es war jetzt, ja, dass das natürlich jetzt in Vorarlberg passiert mit meinem ersten Weltcup-Sieg, ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Kommen wir vielleicht zu einem nicht ganz schönen Thema. Du kommst aus einer kleinen Leidenszeit raus. Eine Verletzung hat dich nach hinten geworfen. Und wie kommt man da als Athlet auch wieder raus? Also wie schafft man es, diese vielleicht auch Selbstzweifel, die dann kommen, beiseite zu schieben und dann wirklich so eine Sensation in Lech zu schaffen? Ja, Selbstzweifel, ich sage mal, das ist sicher so ein Thema, wo mit dem jeder Athlet kämpft. Also es ist sicher, ich sage mal, Zweifel kommen immer hoch, wenn es Richtung Rennen kommt, wenn man, egal ob man jetzt verletzt ist oder nicht, es ist irgendwie in der Vorbereitung. Ich merke jetzt auch eine Woche vor oder knapp eine Woche vor Val d'Isère, es kommen immer wieder Zweifel hoch, hey, kann ich das noch, beziehungsweise bin ich gut vorbereitet, habe ich meine Hausaufgaben gemacht, habe ich ja mehr oder weniger alles erledigt, dass ich ruhig an den Start gehen kann, aber ich glaube, es geht jedem gleich und das ist eigentlich mehr oder weniger die Erkenntnis, die sich jeder ja, zu Herzen führen sollte als Sportler, dass es jeder kämpft mit sich selber und klar, Rückschläge sind das eine. Ich habe jetzt sicher, wie du erwähnt hast, die letzten Jahre schon immer viel gekämpft. Ich sage einmal, die schlimmste Saison beziehungsweise der schlimmste Rückschlag für mich sportlich war schon, wo ich mehr oder weniger an dem Weg zur Spitze war, wo ich 18-19er Saison war, bis dato meine beste, wo ich mit ja, als 11. abschließe von der Saison, was für mich persönlich die beste Saison war und dann in der Folgesaison super in die Saison starte, super Vorbereitung und dann mehr oder weniger einen Tag vor dem Slalom Jänner mit einer Verletzung dastehe und das war schon mal ein Punkt bis jetzt, wo ich sage, da war ich wirklich emotional sehr gebrochen und aber im Nachhinein gesehen ist es wirklich immer so, das ist also ein bisschen so ein Leier, was man immer sagt, dass man mehr oder weniger von den negativen Erfahrungen oft mehr mitnimmt und mehr lernt, wie von den guten. Also von dem her glaube ich, ja, wäre es jetzt an der Zeit, dass ein bisschen mehr gute Erinnerungen kommen, wie jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen, weil ich denke, ich habe jetzt schon genügend Rückschläge gehabt, aber nichtsdestotrotz ist das Ganze kein Wunschkonzert, auf der Ebene Sport zu machen und von dem her bin ich momentan froh, dass ich körperlich fit bin, keine Bewegchen habe und dementsprechend mich jetzt noch eine Woche vorbereiten kann auf Val d'Isère und zurück zu den Selbstzweifeln. Ich glaube, die hat jeder, mit denen habe ich zu kämpfen, mit dem hat jeder zu kämpfen, egal ob Athlet oder ich glaube, egal wer. Also von dem her ist es, da muss man für sich noch eine Lösung finden, mit dem umzugehen. Du hast es angesprochen, die nächste Möglichkeit, Erfolge zu feiern, ist ja schon quasi diese Woche. Es wartet Val d'Isère. Geht man da jetzt oder gehst du als Athlet jetzt anders rein in dieses Rennen? Weil mit dem Weltcupsieg in Lech ist das Rückenwind oder ist das vielleicht ein Rucksack, der auch ein bisschen Druck macht? Na, Rucksack würde ich jetzt nicht ganz sagen. Es ist, ich sage mal, ich kann es schon differenzieren. Es war jetzt ein Parallelrennen. Auf Parallelrennen kann alles passieren. Slalom ist wieder ganz was anderes. Ich weiß, wo ich war. Nur jetzt gilt es für mich, dass ich mehr oder weniger da wieder hinkomme. Und an dem wird gearbeitet, beziehungsweise habe ich gearbeitet in den letzten Wochen, dass ich mehr oder weniger in Val d'Isère gut dastehe. Schlussendlich, wie es verläuft, kann mir keiner garantieren, weiß ich selber nicht. Ich kann nur meine Hausaufgaben machen für kommende Woche und am Sonntag in einer Woche werde ich noch sehen, was ich mehr oder weniger an den Tag fabriziert habe. Aber nein, es sind die Vorbereitungen bis dato im Slalom eigentlich passabel gelaufen, sagen wir mal so. Klar, es ist momentan, ich glaube, gerade die Woche war sehr speziell,
Ich glaube, in ganz Europa war es sehr schwierig, gute Trainingsbedingungen zu finden. Aber unsere Trainer hauen sich da wirklich ins Zeug, dass wir Läufer mehr oder weniger gut trainieren können. Und von dem her geht es eh jedem gleich. Also ich sage einmal so, ja, bin gespannt, was kommende Woche auf uns zukommt, beziehungsweise auf mich. Ja, Valdisea ist der nächste Abschnitt, aber die Skisaison ist trotzdem noch lang. Was sind so deine persönlichen Ziele für diese Saison, beziehungsweise hast du schon, oder kann man schon sagen, wo jetzt diese Saison die Stärken wirklich liegen? Boah, jetzt haben wir wirklich, also ich schaue immer, dass ich mehr oder weniger von Rennen zu Rennen schaue. Jetzt haben wir Valdisea vor der Tür, ich hoffe, und wir natürlich alles daran setzen, dass mehr oder weniger das Rennen für mich positiv ausgeht. Ich möchte wirklich, das Ziel ist für mich, dass ich von Rennen zu Rennen schaue. Ich merke momentan im Training, da ist ziemlich Gegenwind, beziehungsweise die Kollegen, die geben richtig Gas. Also die sind richtig gut drauf. Ich meine, wie wir international stehen im Team, weiß ich nicht. Letztes Jahr war es so, dass wir das stärkste Slalom-Team waren. Also ich habe da wirklich einen super Vergleich im Training und merke schon, dass ich meine Hausaufgaben machen muss. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich auch sehr positiv, dass man dementsprechende Kaliber im Team hat. Und nein, ich merke, ich bin nicht so weit weg, aber es ist dennoch so, dass ein bisschen Luft nach oben ist. Und ich hoffe wirklich, dass, oder mein Wunsch und Ziel für die kommende Saison ist, dass ich im Slalom wirklich wieder mal, beziehungsweise aus mir herausgehen kann und dementsprechende ähnliche Leistungen bringen kann wie in Lech, sagen wir mal so. Weil in Lech zum Beispiel, das Ergebnis, klar, unglaublich für mich mit dem Sieg. Aber die Herangehensweise bzw. die Art und Weise, wie ich da am Ski gestanden bin bzw. Ski gefahren bin, das ist zielführend. Bzw. da habe ich gemerkt, da habe ich wirklich Selbstvertrauen, stehe sicher am Ski, bin am Limit, suche das Limit und bin auch sicher am Limit. Und das gilt für mich im Slalom dementsprechend zu finden. Und ich glaube, wenn ich das schaffe, dass ich meinen Skifahren auf den Schnee bringe, dann, ja, dann kann ich sicher gute Resultate einfahren. Vielleicht ist noch eine Frage auch bezüglich Lech. Da hat es ja auch mit Dorner und Feuerstein zwei Athleten gegeben, die ersten Punkte auch eingefahren haben und auch gezeigt haben, wo vielleicht die neue Generation ist und die in den Startlöchern steht. Wie sehr hast du dich auch für die zwei Ländle-Athleten gefreut nach diesem Tag? Also erstens einmal cool, dass beide dabei waren, weil es war ja gar nicht sicher, dass die mehr oder weniger am Start sind. Sie haben sich auch zuerst qualifizieren müssen. Und ich habe mit den Jungs trainiert und ich habe da wirklich, also ich sage, da können wir im Ländle schon froh sein, dass wir jetzt solche Jungs wieder haben. Und ich sage einmal, sie müssten wahrscheinlich auch ihre Hausaufgaben noch machen, ihre Erfahrungen machen, speziell im Weltcup. Ich sage einmal so, Europacup ist das eine, das habe ich selber gemerkt, aber Weltcup ist nachher wieder der nächste Schritt. Und ich hoffe, dass die Jungs da so schnell wie möglich Fuß fassen können, ihre Erfahrungen machen und dementsprechend nachher ihre Leistungen bringen können. Weil im Training habe ich gesehen, die Jungs fahren mir zum Teil um die Ohren. Es ist, wir haben eh am Vortag ein bisschen gescherzt, weil man, ich habe gesagt, du, also wirklich, wenn euch der Alte nochmal abhängt, nachher müsst ihr euch schämen. Nein, da haben wir wirklich ein bisschen gescherzt, aber es war auf jeden Fall, nein, da können wir wirklich froh sein. Ich glaube, da haben wir im Ländle wirklich eine, ja, coole Jungs, wo nachkommen, und ich wünsche ihnen natürlich von meiner Seite nur das Beste. Und habe mich natürlich gefreut, dass wir drei Ländlefahrer mehr oder weniger Weltcup-Punkte gemacht haben. Ja, die nächste Generation steht schon in den Startlöchern und nächste Station ist Valdisea. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg für das Rennen, viel Erfolg auch in der Saison. Vielen Dank, dass du bei uns warst und bis bald. Danke. Ja, und das war's mit dem Ländlesport für diese Woche. Sie wissen es, am Montag um 20 Uhr gibt es bei uns die neue Folge. Würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Bleiben Sie bitte gesund und vor allen Dingen bleiben Sie sportlich.